Zu Beginn deiner Mathematikausbildung hast du so etwas gesehen. 2 plus 3 ist gleich 5. Oder 6 plus 1 ist gleich 7. Oder vielleicht sowas wie 8 minus 2 ist gleich 6. Bei all diesen Aufgaben hast du doch bestimmt gedacht, dieses Gleichheitszeichen fragt mich nach dem Ergebnis. Löse die Aufgabe 2 plus 3. 2 plus 3, na, das Ergebnis ist 5. 6 plus 1, das Ergebnis ist 7. 8 minus 2, das Ergebnis ist 6. Halt dich fest, das bedeutet ein Gleichheitszeichen nicht. Das Gleichheitszeichen sagt dir, dass alles vor dem Gleichzeichen, also auf der linken Seite, die gleiche Anzahl, die gleiche Menge ist wie hinter dem Gleichzeichen, also rechts. Es bedeutet, dass 2 plus 3 genauso viel ist wie 5. Du musst das gar nicht so schreiben. Du hättest auch 5 ist gleich 2 plus 3 schreiben können. Genauso könntest du 3 plus 2 ist gleich 2 plus 3 schreiben. Wir versuchen hier nicht, ein Ergebnis zu finden. Wir sagen bloß, dass was auch immer 3 plus 2 ist, ist genauso viel wie 2 plus 3. Du weißt, es ist gleich 5. Du kannst sogar Addition und Subtraktion beliebig miteinander mischen. Zum Beispiel kannst du 6 plus 1 ist gleich 8 minus 1 schreiben. Die Menge ist die gleiche. Das Ergebnis ist gleich groß. Was ist 6 plus 1? Na, das ist 7. Was ist 8 minus 1? Klar wie Kloßbrühe, 7. Das Gleichheitszeichen fragt dich also nicht einfach nach dem Ergebnis. Addiere die Zahlen, subtrahiere die Zahlen, bla bla bla. Nein, ein Gleichheitszeichen sagt dir, dass die Menge links von ihm genauso groß ist wie rechts von ihm. Mit dieser neuen Erkenntnis schreibe ich jetzt für dich ein paar Aussagen auf. Gleichungen könnte ich sagen. Und du versuchst herauszufinden, welche davon richtig sind. Alles klar? Los geht's. Ich schreibe dir hier eine Aussage auf, lese sie aber nicht vor. Also, wenn ich das hier so aufschreibe, stimmt dann diese Gleichung. Die linke Zahl ist 18. Links steht also 18. Aber die rechte Zahl ist eine ganz andere Zahl. Es ist 81. Ich habe die 1 und 8 vertauscht. Die Ziffern stehen in verschiedenen Stellen. Das ist eine andere Zahl, das ist 81. Diese Zahlen sind nicht gleich. Diese Aussage ist nicht wahr. Eine mathematische Lüge. Um es richtig zu stellen, mache ich das, um zu zeigen, 18 ist ungleich 81. Ich habe noch eine Gleichung für dich. Was wäre, wenn ich 9 minus 3 plus 2 minus 0 ist gleich, zum Beispiel 0 plus 1 minus 1 plus 8 schriebe. Ist das wahr? Rechne mal zuerst die linke Seite aus. Also, 9 minus 3 ist 6, plus 2 ist 8, minus 0 ist 8. Das Ergebnis für diese Seite ist gleich 8. Und auf der rechten Seite? Na, 0 plus 1 ist 1 minus 1 ist 0 plus 8 ist gleich 8. Also, diese Gleichung ist wahr. Jawohl! 8 ist gleich 8. Das ist eine andere Weise, 8 zu schreiben. 9 minus 3 plus 2 minus 0 ist unterm Strich 8. Und auf der rechten Seite kommt auch 8 raus. Also noch einmal, das Gleichheitszeichen sagt dir, links steht die gleiche Menge wie rechts. Ah, mach gleich noch eine Gleichung. Oder besser noch zwei mehr. Also die erste. Wenn ich das hier so aufschreibe, entspricht das der Wahrheit? Du könntest dazu verleitet werden, die 1 und 0 einfach zusammenzurücken, was dann wie eine 10 aussähe. Aber so bitteschön geht das nicht in der Mathematik. Nein, so nicht. 1 plus 0 ist bloß 1. Diese Gleichung würde also sagen, dass 10 genauso groß sei wie 1. Aber du weißt bereits, dass das nicht stimmt. Diese Gleichung ist eine Ungleichung. Eine letzte Aussage. Sagen wir mal, du hast 7 plus 1 ist gleich 3 plus 4. Ist diese Gleichung wahr? Was hast du links? 7 plus 1 ist 8. Und rechts 3 plus 4 ist 7. Oh, das ist nicht die gleiche Menge. Die Additionen ergeben nicht die gleiche Summen. Ah, sie sind nicht gleich. Alles Logo?